Tipps für Ihre Sicherheit von Kriminalrat AD Lothar Schirmer. Betrügereien sind immer eine miese Sache. Besonders fies finde ich aber die Ganoven, die aus den größten Nöten der Menschen Profit schlagen und gnadenlos mit den letzten Hoffnungen armer, kranker Menschen pokern. So geschehen in Schreiben, die in hunderte Briefkästen unserer Region flatterten. In ihnen wird ein neuartiges und angeblich effektives Mittel gegen Krebstumore angeboten. Wer mit dieser Diagnose lebt, greift nach jedem Strohhalm, der Hilfe verspricht und ist auch bereit, das letzte Geld zu geben, nur um sich nicht den Vorwurf machen zu müssen, diese Chance nicht genutzt zu haben. Die Tagespackung mit zwei Ampullen dieses vermeintlichen Wundermittels sollte 645 Euro kosten. Bei einer vorgegebenen Mindestbehandlungsdauer von 21 Tagen liegt der Gesamtpreis dann schon bei 13.545 Euro. Ja, mein Gott, wenn es denn helfen würde, wäre auch dieser Preis gerechtfertigt. Aber der Umstand, dass der Zahlungsempfänger des Wundermittels mit dem Namen Niat 35C in Thailand sein Konto hat, dürfte schon genügend Grund zum Nachdenken liefern. Naja. Und ich kann Ihnen noch verraten, dass nach bisherigen Erkenntnissen ein Medikament mit dieser Bezeichnung nirgendwo bekannt ist.